willkommen zur Review zur HDS 68. Das machen wir jetzt kurz und knackig, weil viel zu sagen gibt's nicht. Ich komme gleich zu meiner Meinung. Also meiner Meinung nach ist sie für Paintball eher ungeeignet. Für Home Defense ist sie sicherlich top. Vor allem, da man sie im schlechten Licht nicht von einer echten Waffe unterscheiden kann. Da wäre jeder blöd, nicht abzuhauen. Aber ansonsten ist halt allein schon durch das Einzelladen auf dem Feld in einem richtigen Spiel oder am besten auch in einem gemischten Spiel, wo dann alle mit Hoppern und Magazinen spielen, da kommt man einfach nicht hinterher, außer man schleicht sich wirklich durch die Linien. Das kann sicherlich Spaß machen, habe ich ausprobiert, war auch ganz lustig tatsächlich, aber man kommt einfach nicht weit. Da muss der erste Treffer sitzen, dann muss man auch dran denken, umzuschalten, dass man auch mehr als 100 FPS auf dem Schuss hat. Selbst dann sind es nur 150 bis 200, je nach Kugel. Als Spaßmarkierer, gerade auch für den günstigen Preis, auf jeden Fall. Ich werde sie auch behalten. Sicherlich auf dem einen oder anderen Event mal als Gag einsetzen oder auch als NPC auf LARP-Events kann man damit sicherlich einigen Unfug anstellen. Aber ansonsten muss ich halt leider sagen, ist es für das Paintball eher ungeil. Im Gegensatz zur HDR 50, welche ja zumindest durch immer noch ein 6-Schuss-Magazin als Seitenwaffe immer noch wesentlich praktischer ist. Und auch durch die kompakte Größe. Aber ansonsten leider nicht. Aber wer gern sammelt, so wie ich, auf jeden Fall zuschlagen. Ding kostet keine 200 Euro. Ist robust, steckt was ein, also ist kein Billigkram. Aber halt leider nicht fürs aktive Spiel. Ja, das war's dann auch schon. Gerade mal 2 Minuten geschafft. Wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Und tschüss.